Man hat gesehen, wie er mit dem Elefant eins geworden ist, mit dem Elefant eins geworden ist. Die tropischen Thailand-Temperaturen müssen dem armen Fabrizio wohl ein wenig den Kopf durcheinander gebracht haben. Wenn ich ein Mann wäre, dann würde ich meine Jugend ausleben. Das ist wirklich total absurd. Dann hätte ich eine Freundin in Schaffhausen, eine in Luzern, eine in Bern, eine in Zürich. Oje, meine, du Playboy, du Tschakka! Da der Bachelor mit seinem unglaublich strengen Alltag ganz schön überlastet ist, eilt ihm die Bachelorette Yara mitsamt Mitbringsel Swipe zur Hilfe. Leider weiß nicht jede Teilnehmerin, wer das ist. Ich habe mich gar nicht ausgekannt. Auf einmal stehen zwei Leute da, die anderen sind durchgedreht und ich habe mir nur gedacht, hä? Und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt wird's ein wenig unangenehm. Du bist die Bachelorette, ich gar von der letzten Staffel. Genau. Und du bist? Ich bin der Gewinner von der Arze. Ja. Also, zweitplatziert, aber... Lassen wir's mal so stehen. Hat sich Fabrizio schon von seinem Hitzeschlag erholt? Während alle gekommen sind und miau, 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 miau. Mich erstaunt das Fazit. Miau. Eine erfahrene Reality-Queen weiß ganz genau, was gute Einschaltquoten bringt. Nämlich das... Thema Sex, oder? Jetzt geht's los, ja. Ja, jetzt geht's wirklich richtig los, denn Yara will's wissen. Wie hat das so getönt? Bitte? Wie wir getönt haben? Ja. Unser Orgasmus? Mhm. Oh nein, was kommt jetzt? Ich würde ganz schlimmes Zeug mit dem Fabrizio anstellen. Meine Gedanken drehen eigentlich nur so. Wow. Bei einem romantischen Doppeldate wollen die Mädels wissen, was der Wowchiller für Fetische hat. Ja, Lippen. Einfach. Ich finde, das ist der erotischste Teil von einem Menschen. Wie war das? Das ist der erotischste. Der klingt ja fast wie. Das ist der Schlüssel. Dann würde ich meinen, stellen wir uns gegenseitig unsere Vulva vor. Aber wieso? Rosas sonst so rosiges Gemüt wird auf die Probe gestellt. You look so hot. I'm sorry to say that, but I can't help it. It's okay. Hässig. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht würde ich gedacht haben. Was würde Fabrizio nur ohne Yaras nützlichen Tipps machen? Je weniger das sie werden, so macht er weh, um jemanden zu gehen lassen. Ganz genau. Ja. Ja. Und dann also musst du, glaube ich, einfach so darauf schauen, was so dein Gefühl bei dieser Person sagt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Super, sensationell. Nun ist es schon wieder soweit. Die schicksalshafte Entscheidungsnacht bricht an. Während die meisten um eine Rose bibbern, macht sich eine Kandidatin nicht wirklich Sorgen um ihren Verbleib. Wer heute Abend geht, kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, wer heute Abend bleibt, und das bin ich. A few moments later. Und darum ist deine Reise hier vorbei. Okay. Man muss auch wieder sagen, es war eine schöne Zeit. Adieu. Eine schöne Zeit war es tatsächlich. Man könnte schon beinahe von einer mega coolen Zeit sprechen. Mega cool. Sie ist eine coole. Cool. Sie finde ich cool. Sie finde ich wirklich cool. Das ist mega cool. Miau, miau.